Jo, läuft, Meister. Ups. Oh Gott, du hast jemanden angefahren. Ups. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Bus-Simulator 16 hier bei Let's Multiplayer. Ich bin Florian und werde das Spiel heute mal ein wenig testen und mal gucken. Vielleicht, wenn es mir gefällt, werde ich es vielleicht auch häufiger auf dem Kanal spielen. Ich habe ein Lenkrad, man sieht es jetzt vielleicht nicht ganz so gut über die Webcam, aber es ist definitiv vorhanden. Man hört es vielleicht auch so ein bisschen so brumm brumm. Wir spielen einfach mal das Tutorial. Mal gucken, was uns da so erwartet. Wer träumt nicht davon, ein Busfahrer zu sein? Ja. Hier hat man eine riesengroße Verantwortung als Busfahrer. Mal gucken, ob ich oder in welcher Zeit ich auch einen Florian baue. Wer es nicht weiß, einen Florian bauen bedeutet eigentlich alles kaputt machen. So. Hey. Ja, hallo. Ich muss das Gaspedal drücken und mit dem Lenkrad lenken, damit sich mein Mann bewegt. Hey, ich bin Ben. Ah, hallo Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Echt? Schön, dich endlich. Ich erinnere mich gar nicht. Du bist ziemlich pünktlich. Echt? Ich mag das. Okay. Bewegen wir uns doch lieber mit WASD. Wer auch immer Ben sein mag, wir haben angeblich mit ihm telefoniert. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, die Firma zu kaufen. Habe ich mich entschlossen, die Firma zu kaufen? Ach du Scheiße. Jetzt kann ich mal mehr Zeit mit meiner alten Dame. Ja, witzig. So, Sunny Springs. Das ist wahrscheinlich unser Bus. Da sind wir. Ja, hat er sich kurz vor der Rente nochmal kurz einen neuen Bus gekauft. Alles klar. Geh in dir näher, so. Bevor ich dir die Schlüssel überreiche. Ah. Vielleicht öffnet es dich doch. Setz dich doch hier. Komm mal rein hier. Baby gehört jetzt. Zack. Führerstand drin. Ja, es schnurrt. So, Schlüssel dreimal nach rechts drehen, um zu starten. 2, 3. Schön. Mensch, das Geräusch wird mir ziemlich fehlen. Bevor wir losfahren, schalte dein Licht ein. Sehen und gesehen werden. Ist L vielleicht das Licht? Schalte mit dem Lichtschalter die Scheinwerfer an. Ach so. Licht am Fahrrad. Dynamo. Motor, Warnblinkanlage, wo ist denn hier das Licht? Verdammt. Wenn ich das Licht jetzt nochmal sehen würde. Handbremse, ah. Fahrzeugbeleuchtung, G. Okay. Schalte die Businnenbeleuchtung an. Kassenbeleuchtung, Führerstandbeleuchtung, Passagierabteilbeleuchtung, okay. Und was jetzt? Handbremse. So, mit dem Mausrad kannst du in die dritte... Fahre mit den Tasten WASD oder den Pfeiltasten. Gib dich zum Ausgang. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. So. Ruckelt das jetzt gerade oder ist das nur aus Versehen so? So. Erreiche die nächste Bushaltestelle. Oh, ups. Ganz schön was los hier an Verkehr. Zeit, unsere ersten Passagiere aufzusammeln. Ja. Ich habe eine Route für dich vorbereitet. Cool, also ein GPS gibt's auch. GPS leiten lassen. Das ist natürlich echt charmant, weil meistens kennt man ja nicht unbedingt die Busrouten auswendig, auf denen man fährt. Zumindest nicht, wenn man das zum ersten Mal spielt. Versuche möglichst nah am Gehsteig und genau in der Mitte der Haltestelle zu fahren. So. Ja. Passagiere mögen das besonders. Oh, die mögen das besonders, wenn ich ganz dicht an der Haltestelle ranfahre. So, versuchen wir es nochmal. So, hallo. Möchtet ihr Bus fahren? Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Ein bisschen bremsen. Zack. Großartig. Betätige jetzt die Haltestellenbremse. Senke den Bus ab und öffne die Türen. Jetzt geht der Bus runter. So, perfektes Timing, Blinkerbonus, wir kriegen hier alles. Meine Damen und Herren. So,
Moin. Willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen. Ach, die Fahrkarten verkaufen sich automatisch. Okay. Oh, jetzt bin ich aufgestanden. Ups. Schließe die Türen. Hallo. Aktiviere das Absenken. Löse die Haltestellenbremse. Und setze den linken Blinker, bevor du losfährst. So. Die Türen zu machen. Dann müssen wir die Parkbremse lösen. Oh, oh, oh. Fahre nie, wenn der Bus abgesenkt ist. Das ist keine gute Idee. Nee. Da hat er recht, der gute Ben. Glaube ich, heißt er Ben. Ja. So, jetzt dürfen wir losfahren, glaube ich. Ich werde dir einen Tipp geben. Pendler lieben Fahrer, die immer pünktlich sind. Und Fahrer lieben zufriedene Pendler. Also versuche, jede Haltestelle pünktlich zu erreichen. Quetschen wir uns einfach mal rein da. Oh, ich habe eine Tür aufgemacht. Ups. Hilfe. Ist die Tür immer noch auf? Oh ja, Tatsache. Zu. Sehr gut. Nächster Halt. Ah. Fernsehturm. Fernsehturm. Was auch immer das für eine Marke ist hier. Also die Busmarke kenne ich nicht. Ich kann auch irgendwie den Blinker nicht ausschalten. Geschwindigkeitsregler aktivieren. Keine Ahnung. Ah, da möchte jemand aussteigen. Okay. Müssen wir erstmal die nächste Bushaltestelle finden. So, wo ist denn die nächste verfluchte... Oh, ups. Macht mal Platz da! Spackos, ey. Alter. Kommt schon, Jungs. Es kann nicht so schwer sein, hier bei dem Busfahrer ein bisschen Platz zu machen. So. Sollen wir hier wieder ranfahren? Jo, läuft, Meister. Ups. Oh Gott. Du hast jemanden angefahren. Ups. Hey, hallo. In diesem Geschäft müsste es mehr Leute wie dich, mich geben. Ernsthaft? Nette Leute. Ja. Und ich sage dir, oh, es kann beim Verkehrsschild umgefahren. So. Fahren wir mal den Kreisverkehr rein hier. Spontan. Einmal war ich mit dem Bus auf einer Tour durch die Stadt unterwegs. Es war eine Frühschicht und ich hatte ein paar Kinder dabei, die zur Schule wollten. Und dann? Was ist dann passiert? Mensch, Ben, erzähl doch mal. Auf einmal wurde ich ohnmächtig. Ich wusste nicht, was los war, aber ich hatte ziemliches Glück, dass ich an dem Tag diese Kinder dabei hatte. Warum? Dürfen wir Ben überhaupt Fragen stellen? Ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts. Sie haben schnell reagiert. Einer von ihnen hat einfach das Lenkrad übernommen, die Zündung ausgeschaltet und den Bus gesteuert, bis er ausgerollt war. Gibt's ja nicht. Was für ein Kind! Ja, und dann? Ein anderes Kind hat bemerkt, dass ich nicht mehr atmete. Es hat sofort einen Rettungswagen gerufen und versucht, mich wiederzubeleben. Es war überall in den Nacht. Echt? Hab ich gar nichts mehr mitbekommen, Ben. Erzähl doch mal. Wenn diese Kinder nicht gewesen wären, wäre ich jetzt nicht hier. Und ich wäre auch nicht da. Ich würde nicht in Rente gehen können. Ja. Ihr Vater muss sehr stolz auf sie gewesen sein. Das ist das Leben. Man weiß nie, was kommt. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Das wäre eigentlich ein viel besseres Zitat gewesen, finde ich. So, machen wir die Geschwindigkeitsbegrenzung auf. Oh, da ist ja die Bushaltestelle. Die hat aber ganz schön dünne Hosen an hier. Kurze Hosen, meine ich. Hotpants. Achte auf den Verkehr. Ja. Entschuldigung. Hat er ja recht, hat er gemerkt, der Ben. Autounfall. So. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier nochmal richtig stehen. Sieht doch halbwegs vernünftig aus. So, vernünftig einparken hier. So. Immer noch. Über eine ja, 50 Sekunden Zeit haben wir sogar fast noch. Ist doch super. Alter, die Autos an der Seite sind aber auch ein bisschen anstrengend. Hilfe, Entschuldigung. So, nochmal vernünftig einparken. Ist gar nicht so einfach, vernünftig einzuparken als Busfahrer. So. So. Zack. Das sieht doch vernünftiger aus. Bisschen spät? Ah.
bisschen spät, also. Da haben wir locker Zeit gehabt. Ne? So, wir möchten noch einsteigen hier. Willkommen. Ja, willkommen. Moin. Alle fertig? Oh, anscheinend klemmt die Tür. Das passiert manchmal. Keine Sorge, bei so einem alten Bus ist das normal. Ja, und? Du musst aufstehen und zur Tür gehen. Och, ernsthaft? Versuche, sie zu lösen. Ja, aufstehen hier. So, wie mache ich das jetzt hier? Kommt auf. Oh, oh. Shit. Liebes Fünfchen Skill an. Also, disconnecte lieber Fabi. Was? Ich bin disconnected? Nein, das war ein Scherz. Achso. Der ist wieder Landort, oh Gott. Der. Mann, ist das behindert, ey. Nein! Yes! Nein! Nein! Oh.